Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time mit einem Schalterhüpfer. Ich habe einfach mal ganz schnell geschaltet und den Schalter geöffnet. Und wo wir jetzt gerade hier sind, können wir uns eigentlich einen neuen Schild kaufen. Ist die Frage, ob wir den tatsächlich brauchen. Dich brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Hup, hup. So, hier drüben ist jetzt auf. Da können wir dann theoretisch rein. Ich will jetzt nochmal gucken. Toll, du bist noch feindlich. Du Held. Wie soll ich dich denn fertig... Das ist ja blöd. Ist ja irgendwie blöd. Kann man dich auch so treffen? Ah, man kann ihn auch so treffen. Okay. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, warum kann er, also, was würde es bringen, wenn er uns ein Schild verkauft, wenn wir ihn ohne Schild nicht besiegen könnten? Das wäre ein bisschen sinnlos, ne? So, sehr schön. Jetzt haben wir ein Schild wieder. Ich möchte trotzdem, oh, und Herzen hat er auch noch fallen lassen. Ich möchte trotzdem erstmal den Hylia-Schild auswählen. Einfach damit uns, falls irgendjemand uns mit Feuer fertig macht, nicht gleich wieder... Oh, jetzt kommt der Laser-Heinz hier. Damit, wenn irgendjemand mit Feuer wieder auf uns geht, dass uns nicht gleich wieder das Schild dahin ist. Oh, ah, mein Lieblingsraum, mein Lieblingsraum. Dieser schöne, große Raum mit einem ganzen Haufen... Oh, ich glaube, da oben war auch eine Skulptur, die werden wir dann noch sehen, wenn wir irgendwann hochkommen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Hier ist nämlich noch eine Sackgasse. Tja, Mensch, aber was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah, wir haben ein paar Bomben. Werfen wir mal ein paar Bomben. Lalalala. Kann schon nichts passieren. Was? Was, was, was? Ach, Moment. Ich habe natürlich was vergessen. Was recht hilfreich wäre. Nein! So, jetzt wird der Typ total aggro und geht ins Luft. Ja, es gibt nämlich nicht nur Statuen, sondern es gibt auch Statuen, die gar keine Statuen sind. Die einfach aussehen wie Statuen. Das sind irgendwelche versteckten Monster sind. Und sobald man die irgendwie trifft, werden die aktiviert. Und dieser hat einen Kompass bewacht. Theoretisch hätte man ihn auch kriegen können, ohne den Typen fertig zu machen. Den Kompass zumindest, aber man wäre nicht mehr rausgekommen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Und dann wähle ich auch wieder die Deko-Sticks an. Einfach damit wir nicht aus Versehen die Deko-Nüsse verballern, weil die können doch recht hilfreich sein im Spiel. So, jetzt lege ich mal hier in die Mitte diese Bombe. Nein, Navi, ich will nicht wissen, was du zu sagen hast. Ich komme selber drauf. Kettenreaktion. Und man hört auch die Skulptur schon. Und es hat Boom gemacht. 1001 Bombe. Es hat Boom gemacht, genau. So. Autsch. Das ist jetzt eine sehr ermüdende Aufgabe. Weil hier sich einfach nichts tut. So. Ich laufe mal hier rum. Ach, das ist so eine Skulptur. Aber da drüben, da drüben, da sieht man eine goldene Skulptur. Wie soll ich da rankommen? Ah, ich glaube, da kann man von oben runterfallen. Kann man da von oben ran? Hier lang, hier muss ich. Scheiße, was? Wie soll ich da hinkommen? Ich will die haben. Goldene Skulptur. Ach, das. Noch eine goldene Skulptur. Na gut, dann können wir immerhin die hier. Also erstmal dich weg. Du nervst. Und du nervst mich nicht. Du bist nämlich ein Glücksmoment für mich. Eine goldene Skulptur. Gut, es kann sein, dass wir die da hinten mit einem anderen Item kriegen müssen. Was wir später im Verlauf des Spiels noch erlangen werden. Oder kommen wir da anders ran? Nee, da kommen wir echt nicht ran. Wie soll man da überhaupt rankommen? Das geht doch gar nicht. So ein Ding der Unmöglichkeit.
Gut, da müssen wir die werden dann wahrscheinlich sehr spät im Spiel erst kriegen. Oh nein. Nicht die Feuerfledermäuse. Feuerfledermäuse, ich hasse euch. Pass auf. Bam! Ich hasse dich. Sind hier noch welche? Wo bist du? Ich habe ganz genau gesehen, dass da hinten eine ist. Ah. Ah! Komm her, komm her, komm her. Bam! Bitte. So, jetzt habe ich dich erwischt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche von denen solche echten Monster sind und welche nicht, aber wir werden es gleich sehen. Ah, der zumindest. Oh. So, mach mal die anderen kaputt. Sehr schön. Hat den kaputt gemacht. Jetzt Kettenreaktion. Ach, eine hätte doch auch gereicht. Eine hätte doch auch gereicht. So, jetzt nur noch das Ding. Aber der ist kein echter. Den können wir also ganz entspannt zur Seite ziehen. Jetzt haben wir nur noch 10 von den Dekonüssen. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Das ist nicht so viel. So, aber alles, was wir wollen, ist den Schalter hier oben aktivieren. Jetzt können wir nämlich wieder raus. Ach ja, herrlich. Sehr schön. So. Wir gehen aber weiter. In diese Richtung. Und oh my goodness. Wo sind wir denn hier? Erstmal sind wir hier, wo eine Fledermaus auch ist. Oh, hier. Ein kleiner Busch, wo wir uns ein wenig Munition aufbessern können. Und wir sind jetzt über einer riesigen Hängebrücke. Und hier ist auch eine fiese Fledermaus. Okay, tickt zu hoch. Ah, tickt zu früh. Pass auf, pass auf. Okay, na gut, scheiß drauf. Die Fledermaus ist Wurst. Wir müssen einfach rüberkommen, haben wir geschafft. Und jetzt kann die Fledermaus uns mal. Bist mir völlig egal, kleine Fledermaus. Kannst mich mal, kannst mich mal, kannst mich mal. Ach, ein weiterer Raum, den ich sehr gerne habe. Da gibt es einen Haufen. You never know what will be around the corner in these narrow paths. Use that targeting to always look in the proper direction. This is a useful technique, isn't it? Ja. So können wir nämlich uns hier rumschleichen. Oder auch in die andere Richtung. So, hier laufen wir erstmal lang. Autsch. Shit, Bullshit. Hier kommt nichts. Dann können wir hier gefahrenlos rumlaufen um die Ecke. Ugh, du kommst hier hin. Haben wir einfach mal ein bisschen Schaden genommen. Aber was soll's, ist auch egal. Hier unten können wir auf jeden Fall jetzt ein Herz sammeln. Ah, herrlich. Sind wir wieder ein bisschen aufgefrischt. So, was geht weiter? Da ist ein großer Block. Ich hoffe einfach mal, dass uns unterwegs nichts erwischt. Climb. Hier ist eine Leiter. Die ist sehr schön. Ich gucke mal, ob wir sonst auch nichts verpasst haben hier. Ich glaube, ich springe mal. Nein. Da, obwohl doch, da können wir auch von hier theoretisch hochspringen. Kommen wir da von hier hin? Und. Nein, nicht die Leiter runter, sollte springen. Also, springen. Und springen. Ja, hat er natürlich geschafft. Sehr gut. Hat geklappt, hat geklappt. So, dann erstmal die Kiste, ohne runterzuhüpfen. Sind wahrscheinlich 10 Rubine drin oder so. Oder 20. Umso besser. Und was hier genauso ist, ist eine Bombe, mit der wir jetzt sehr gut timen müssen. Och, es hat ja sowieso geklappt. Dann umso besser. Dann umso besser. So, ich glaube, mehr gab es hier erstmal nicht. Ich glaube, das war im Moment das Einzige, was es für uns hier zu tun gibt. Ah ja, den Raum hier auch. Diese Rätsel werden uns auch noch sehr lange begleiten. So einfache Augenrätsel. Weißt du, das musst du mit Auge lösen. Mit Auge. Nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Auge. Mit viel Auge. So. Ist aber auch kein Problem eigentlich, dieses Rätsel. Tschüssi. Macht's gut. Tschüssi. Macht's gut.
Was wollen die alle von mir? Habt ihr alle keine Hobbys? Oh, 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 die will ich haben. Ha, geschafft. Habe ich gerade noch gekriegt, die Items. Oh, nein. Ach ja, hier wieder. Ach so, jetzt sollte ich vielleicht wieder mein anderes Schild nutzen. Wäre ganz hilfreich. Ey, du hast mich getroffen durch das Schild durch? Was? Alter! Was ist das hier? So, komm her. Du anderer. So, haut auch ab. Menno, dass dieses Wasser so schädlich ist, ist ja ein bisschen schlimm irgendwie, ne? Ist ja ein bisschen bescheuert. So, kommst du jetzt mal ran hier? Komm mal an den Laden hier. Ah, Mann, du nervst mich. So. Auf so kleinem Raum kann man die auch nicht vernünftig bekämpfen. So, haben wir hier nochmal einen schönen Abschluss zur Folge. Haben wir einen schönen Kampf. Boah, den auszuweichen ist natürlich auch immer so eine Sache. Bam, das war's für dich. Auch du bist weg. So, sehr schön. Da hinten sind ein paar Herzen. Die hole ich mir nochmal. Scheiße. Und hier sehen wir, ach Mensch, das ist ja sogar derselbe Raum, wo wir schon einmal waren. Denn hier unten haben wir gegen diese anderen Viecher, gegen die Viecher gekämpft damals. Ach, deshalb kriege ich Schaden, weil das Lava ist. Okay, dann verstehe ich das wiederum. Ich dachte einfach nur, es wäre irgend so komisches Wasser. Aber nein, da ist ja Lava drunter. Ne? So, ich würde jetzt aber sagen, bevor wir dann wieder in den Hauptraum treten, glaube ich. Ich glaube, wir treten wieder in den Hauptraum, ne? Ja, noch nicht ganz. Fast. Wir treten fast in den Hauptraum wieder. Bevor wir das machen, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir kommen ganz gut voran hier eigentlich, ne? The Dungeon ist doch nicht so groß. Früher habe ich da ewig dran gesessen, weil ich dachte, oh Gott, da ewig. Und dann bin ich auch fünfmal zwischendurch, habe ich dann Schluss gemacht, dann wusste ich nicht weiter. Und da müssen wir unbedingt noch hin. Dieser eine Raum da unten, den wir noch nicht aufgekriegt haben, da will ich noch hin. Ist bestimmt die Skulptur drin oder so. Okay, da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Also wie gesagt, der Dungeon geht doch schneller durch als erwartet. Und naja, mal sehen. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ich hoffe, ihr guckt auch weiter. Es ist ein schönes Retro-Game. Und ich gebe mir einigermaßen Mühe. Auch wenn ich jetzt nicht immer so gut dabei stehe gerade. Aber naja, das wird alles. Macht's gut. Ciao.